Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Armer Lukas ist dabei, hat Master in der letzten Runde endlich geschafft. Wir gehen ins Buch rein. So, lass mich mal schauen. Kasket nehme ich raus, dafür nehme ich die Kätzchen rein. Find Falke nicht schlecht, die nehme ich mit. Ich lasse das auf jeden Fall auch. Mana-Ressort könnte ich mit dem Crablord bauen. Habe ich viel magischen Schaden, Stichschaden mit dabei und die haben ein bisschen Aufprallschaden noch. Das machen wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nicht, dass du deinen Masterrang wieder verlierst in der ersten Runde. Aber wir sind immer ganz gut dabei, von daher glaube ich, das funktioniert. Schnecke wurde geschickt. Hier ist eine Drohne. Fiesta ist sehr beliebt, wie ich sehe. Keine Blume. Hey, was soll das? Greif die Krabbe an! Ja. Fiesta ist wirklich sehr beliebt, muss man schon sagen. Das sieht man in letzter Zeit sehr häufig. Also bei vier Spielern. Bis Welle 4? Ach du Kacke. Ja, bei vier Spielern ist es höchstwahrscheinlich, dass einer Fiesta hat. Ja, die Seeschlange. Diese blauen Schnecken. Doppelschnecke. Was macht nichts, wenn die Krabbe tot ist, werden die da oben angreifen. Dann hat er genug Zeit, um eine neue Krabbe zu holen. Holy shit, der hat mega verschissen. Doppelschnecke war zu stark für ihn. Und seine Bienen. Eigentlich schon mal einen Sinn machen, ne? Und den Blocker mit rein. Mana Rösser ein bisschen weiter hinter, damit die dann Mana produzieren. Ja, hinter ihnen packe ich dann Katzen und die Windfalken hin. Und ja, die Kaulquappen halt, ne? Schmeck ist schon abgekackt. Ja, sechs Stück. Nimm mal mit. Riesenschnecken, Zauberer. Ja, hätte sowieso keinen gemacht. Wollte jetzt auf der Wave nicht schicken.
Die Schaden hat er genug. Ich brauche Stichschaden mit meinen Seeschlangen. Die sind einfach Premium. Ich glaube, nach dem Fürst des Todes sind das meine Lieblingseinheiten. Weil die auch einfach super stark sind. Nach Mega Damage, die greifen hinten an, räumen einfach alles ab. Was will man mehr? Zweiter Grabload auf jeden Fall wichtig. Ich meine, so ist das Bild erstmal die beschwören und die eine Katze ist noch mit dabei. Mehr passiert erstmal nicht. Aber schalte die Raves einfach. Hier wäre ein Robo sinnvoll. Schnecke nehmen wir noch mit. Jetzt machen wir den Windfalken hin. Welle 6 ist das echt stark. Guckt euch das an, der hat fast 500 Damage. 8000 Leben auf Welle 6. Kryosora ist noch dabei. Können auch locker mitnehmen. Jetzt noch eine Seeschlange hinstellen. Ja doch, oder eine Katze. Machen wir so. Ganz einfach, weil ich dann hier die Katzen aufwerten kann. Den mache ich zum Teufelsfisch und fertig. Habe ich noch ein bisschen leichte Verteidigung. Gucken uns das erstmal an. Ob wir dann auf 8 gehen. Könnten wir eigentlich. Er ist ein bisschen zu stark. Vielleicht gehen wir auf 9. Würde schon Sinn machen. Stichschaden ist auf jeden Fall gut für das alles. Wenn ich den Horn mit reinknall, sieht das schon mal gut aus. Kommt auf jeden Fall, damit der Flächenschaden von Yosora weggeht. Machen noch Robus mit rein, jetzt hat einen Metzger noch mit hingestellt. Auf Vollschaden brauche ich nicht. So, wir könnten jetzt natürlich zack, 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 zack.
Du Triple Robo. Guck dir eine Schnecke noch mit raus. Dann passt das. Relativ lange gesammelt, na, um auf neuen was reißen zu können. Das geht schon klar. Ein Metzger schon aufgewertet zum Chefkoch. Aber der magische Schaden ist mega fett. Hält natürlich relativ lange aus. Besser als ich dachte. Ich glaube, es sind zwei überlagert. Ne, es war nur einer. Okay. Das hat sich eher weniger gelohnt. Das nehmen wir mit. Gar keine Frage. Aber so richtig hat sich das erstmal nicht gelohnt. Aufwerten. Die können wir wirklich gut im Split gebrauchen. Aber sieh, wie viele Kingpins da auch kommen. Da kackt sofort ab. Crab Lord, sehr gut. Ich kann auch ruhig noch einen zweiten mitnehmen. Ja, es bringt mir alles nichts irgendwie. Ich glaube, nehme ich über die Knete mit. $90 nimmt man mit. Ja, ich bin super stark mit den Seeschlangen. Da kann mir gar nichts passieren. So, jetzt könnte man natürlich einfach noch Seeschlangen aufwerfen. Beziehungsweise noch mehr hinstellen. Stieg zwar ordentlich drunter, aber das hier ist halt schon mega fett. Und das auch, wenn ich nicht halten sollte, hält er für mich. Bin ich fest von überzeugt. Muss ich mir gar keine Gedanken drüber machen. Ja, das schaffe ich nicht. Aber ist nicht so schlimm. Ich habe viele Bürger geholt.
Ja, nächste Wave sollte ich halten. Mache ich mal ein paar Stacks rein. Dann würde ich die auch mal ordentlich benutzen. Den Falken halten lange, die Seeschlangen halten lange. Krabbenbeschwörer. Ich hab meins gehalten, noch mal ein bisschen geblockt so, aber mehr war halt nicht drin. Wir haben uns jetzt ultra stark aufgebaut. Mal die Stacks rein. Wir haben übelst viel Miffy und übelst viele Worker. Das ist schon saftig. Noch sind sie uns ein bisschen voraus. Dadurch steht die auch gerade. Aber wir haben halt ultra viel Mephium. Lass ich mal schauen. Ja, 15 ist für mich gar nicht schlecht. Ja, jetzt 15 vorbei. Und wir sammeln jetzt noch ewig. Ich bin schon ganz schön drunter jetzt auf einmal. Und hält es jetzt noch? Wir könnten 17 vielleicht gehen. Ja. Ja, sonst sind wir auch einfach abgekackt, na. Ich finde das immer schön, dass mir gesagt wird, was ich schicken muss. Da muss ich selber nachdenken. Das mache ich in manchen schwitzigen Games schon genug. Hexe ging nicht raus. Frechheit. Schon noch ein bisschen Stich wahrscheinlich. Ja, ich bin 1000 runter. Aber schon auch ewig gesammelt. For the clan. 880. Also ich habe so lange gesammelt und habe trotzdem genauso viel wie er jetzt hier. Ich habe auch lange gesammelt, das ist richtig. Tot. Er ist auch schon tot. Ja.
Ah! Das wird eng. Ich glaube, es wird nichts. Nee. Defeat. Wir waren ja doch schon angeschlagen, sonst hätten wir es verteidigen können. Schade. Aber man kann nicht immer gewinnen. Erstmal weiter die Dietschen. Oh, hallo. Das habe ich gar nicht so gefühlt. Das war weitere Legion. Schaut euch gerne an, wie das vorbei lasst. Ein Like, Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dann, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.